Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, manche Dinge sind neu und verändert, manche Dinge kommen wieder zurück. Und das ist zum Beispiel der Kindergottesdienst. Jetzt singen wir miteinander. Hey, liebe Teens! Wir sind das Teens Treff Team. Herzliche Einladung zum Teens-Treff für alle ab 12. Immer am Teens-Tag. Immer von 18 bis 19.30 Uhr. Im Lutherhaus Wörthershausen. Irgendwas Cooles noch. Ja, Essen kann ich aber einfach Essen sein. Ich sag Input. Freunde treffen. Lesen. Basteln. Action. Gemeinschaft. Kino. Kochen. Chillen mit Jesus. Bar. Stadtrally, Feiern, Schnitzeljagd, Essen, Ring, Spiele, Wort, Austausch, Party mit Jesus, Fahrradfahren, Männerthemen, Backen, Frauenthemen. Von 18 bis 19.30 Uhr. Wir sind das Teens Team. Wir freuen uns auf euch. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Herr, mein Gott, wie groß bist du? Majestätische Pracht ist dein Festgewand. Helles Licht umhüllt dich wie ein Mantel. Du spanntest den Himmel aus wie ein Zeltdach. Über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Ja, die Wolken sind dein Wagen. Du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Wind und Wetter sind deine Boten und feurige Flammen sind deine Diener. Die Erde stelltest du auf ein festes Fundament, niemals gerät sie ins Wanken. Wie ein Kleid bedeckte die Urflut ihre Kontinente. Die Wassermassen standen noch über den Bergen. Doch vor deinem lauten Ruf wichen sie zurück. Vor deinem Donnergrollen flohen sie. Die Berge erhoben sich und die Täler senkten sich an den Ort, den du für sie bestimmt hattest. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll es dir die ganze Erde überschwemmen. Du lässt Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, im dichten Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen, die Erde versorgst du und schenkst reiche Frucht. Du lässt Gras wachsen für das Vieh
und Pflanzen, die der Mensch anbauen und ernten kann. Der Wein, der ihn erfreut, Öl, das sein Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Du, Herr, hast die riesigen Zedern auf dem Libanongebirge gepflanzt und gibst ihnen genügend Regen. In ihren Zweigen bauen die Vögel ihre Nester und Störche haben in Zypressen ihren Brutplatz. In den hohen Bergen hat der Steinbock sein Revier und das Murmeltier findet in den Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Monate zu bestimmen und die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du lässt die Dunkelheit hereinbrechen und es wird Nacht. Dann regen sich die Tiere im Dickicht des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Von dir, oh Gott, erwarten sie ihre Nahrung. Sobald aber die Sonne aufgeht, schleichen sie zurück in ihre Schlupfwinkel und legen sich dort nieder. Dann steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. O Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Sie sind alle Zeugen von deiner Weisheit. Die ganze Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer, so unendlich groß und weit. Unzählbar sind die Tiere darin, große wie kleine. Schiffe ziehen dort vorüber und auch die Seeungeheuer, die du geschaffen hast, um mit ihnen zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen zur rechten Zeit zu essen gibst. Sie holen sich die Nahrung, die du ihnen zuteilst. Du öffnest deine Hand und sie werden reichlich satt. Doch wenn du dich von ihnen abwendest, müssen sie zu Tode erschrecken. Ja, sie sterben und werden zu Staub, wenn du ihnen den Lebensatem nimmst. Doch wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geschaffen und die Erde kann sich wieder entfalten. Die Herrlichkeit des Herrn möge ewig bestehen. Er freue sich an dem, was er geschaffen hat. Ich will den Herrn preisen von ganzem Herzen. Halleluja! Lobt den Herrn! Vielen Dank, liebe Peppis, dass ihr dazu bereit wart, euch auf dieses Experiment einzulassen und der Gemeinde damit dient. Ihr habt durchweg eine super Figur abgegeben. Ihr habt das echt toll gemacht. Matthäus 18, Vers 1 bis 6. Die Jünger nahmen zu Jesus und sprachen: Wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich wohne in Deutershausen und ich schaue gerne Serien. Hallo, ich heiße Fabian Wegner und bin 12 Jahre alt. Ich habe einen Hund, der heißt Halva und komme aus Steinbächlein.
Ich bin Florian Wiesinger, ich bin 12 Jahre alt, ich wohne in Jocksberg, ich schwimme gerne und ich esse gerne Pizza. Ich heiße Helena Unger, bin 12 Jahre alt, wohne in Leutershausen, ich singe gerne und das in einem Chor. Ich heiße Janis Lösel und bin 12 Jahre alt. Am liebsten spiele ich Fußball im Verein. Ich bin Jasmin Schmidt, bin 12 Jahre alt, wohne in Leutershausen und ich male gerne Tierbabys. Ich bin die Jule Mediet, ich bin 12 Jahre alt und ich wohne in Leutershausen und am liebsten esse ich Spaghetti. Hey, ich bin Lena, ich bin 12 Jahre alt, wohne in Leutershausen und mein Hobby ist Klavier. Ich bin Leon, bin 12, wohne in Sachsen bei Leutershausen und ich jogge gerne. Ich bin die Leonie Funk, ich bin 12 Jahre alt, wohne in Sachsen bei Leutershausen. Meine Hobbys sind Reiten und Lesen. Ich bin der Manuel Schriebel, ich komme aus Jocksberg. Mein Hobby ist Jugendfeuerwehr. Ich bin die Mathilda Vogel, wohne in Höchstetten. Ich bin 12 Jahre alt und mein Hobby ist Hühner züchten. Ich heiße Mia, ich bin 12 Jahre alt, ich wohne in Jocksberg und ich schwimme gerne. Ich bin Micha Kraus, bin 13 Jahre alt, wohne in Leutershausen und mein Lieblingsessen ist Schnitzel. Ich bin die Miriam Hessenauer, ich bin 12 Jahre alt, ich wohne in Leutershausen und ich spiele in meiner Freizeit gerne Klavier. Ich bin Viktoria Ballenberger, bin 12 Jahre alt, komme aus Leutershausen und spiele gerne Fußball und tanze gerne Ballett. Mein Name ist Moritz. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Jochsberg und was ich gerne mache, Traktorfahren. Ich bin Nina Wolf, ich bin 12 Jahre alt, ich komme aus Leutershausen und ich spreche ein bisschen Englisch und Thailändisch. Ich heiße Paul Schaudi, bin 12 Jahre alt, wohne in Leutershausen und ich mache gerne Leichtathletik. Ich bin die Verena Schriebel, ich komme aus Jochsberg, mein größtes Hobby ist Zeichnen. Ich bin der Philipp Oberseider, bin 12 Jahre alt, wohne in Leutershausen und ich habe 2 Katzen mit dem Namen Gizmo und Bella. Hallo, ich bin der Sebastian Schleret, ich bin 13 Jahre alt und wohne in Leutershausen. Ich mache gerne Leichtathletik und laufe sehr schnell. Hallo, ich bin die Susi, bin 13 Jahre alt, wohne in Steinbächlein und ich lese gerne. Zurzeit lese ich Eragon und ich sammle gerne Drachen. Hallo, mein Name ist Anna Wiemer und ich bin die Gemeindejugendreferentin schon seit 2 Jahren hier in Leutershausen. Ich komme ursprünglich aus Fürth und wohne jetzt auch hier und freue mich schon sehr, euch alle kennenzulernen. Ja, hi, ich bin der Steffen, bin Mitarbeiter bei den Konfis und bei den Preppis, also auch bei euch. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 3 süße Mädels und ja, mir ist es wichtig, einfach euch zu zeigen, dass Konfirmation nicht nur was mit Geschenken zu tun hat, sondern ganz viel mehr dahinter steckt. Ich bin die Isabel, bin seit 8 Jahren Mitarbeiter und ja, in meiner Freizeit tue ich ganz gern Kuchen backen oder halt bei den Konfirmanden arbeiten, weil es richtig Spaß macht. Dass man das und das eigentlich machen möchte und alle anderen dürfen auch.
Für die Eltern ist es auch eine anstrengende Zeit. Manchmal auch mit Wehmut oder Sorgen hart. Weil diese Zeit bedeutet, dass ihr eure Teenies oder noch nicht ganz Teenies ein weiteres Stück loslassen müsst und nicht wisst, wie wird das werden in der nächsten Zeit. Solche Wegmarkierungen wie so ein Gottesdienst zum Anfang der Präparantenzeit machen das sichtbar, was vielleicht ohnehin schon so ein Grundgefühl ist. Und vielleicht ist euch Jugendliche wie Eltern auch ein wenig bange vor der Zeit, in der ihr so viel Neues miteinander aushandeln müsst oder Altes neu miteinander aushandeln müsst. Für sie, liebe Gemeinde, heißt es geht wieder los. Mit 13 Jugendlichen, die gelegentlich ein bisschen an die Hand genommen werden müssen, weil sie sich im Erwachsenen-Gottesdienst nicht so auskennen. Vieles nicht verstehen und sich dann schnell auch langweilen. Das erfordert viel Humor, manchmal Geduld und ein großes, warmes Herz. Das habt ihr, das habe ich schon erfahren. Für euch Referenten und Referentinnen heißt das, ihr müsst euch mit einer etwas fremdartigen Veranstaltung auseinandersetzen, in der manches schwer verständlich ist. Und manchmal muss man dann da Kompromisse schließen, wenn verschiedene Vorstellungen von Ausprobieren und Gewohnheiten zusammenkommen. Es war auch in den Psalmen so. Da gibt es Tiere, die sind besser in der Nacht unterwegs und andere, die sind besser am Tag unterwegs. Und sie begegnen sich nicht. Das ist für das Überleben von beiden durchaus hilfreich. Ich möchte euch eine biblische Geschichte erzählen, in der Menschen Kompromisse schließen, ohne dass sie sich ganz verbiegen. Denn das ist ja immer die Angst bei den Kompromissen, dass man sich da verbiegen muss und nicht mehr man selber ist. Die Schritte, die diese Menschen gehen, sind ganz allgemein die Schritte, die man geht, wenn man einen Kompromiss schließen möchte. Sie benennen ihr eigenes Bedürfnis oder Unbehagen. Sie sprechen es offen aus. Sie hören aufmerksam zu, was der andere zu antworten hat. Und dann finden sie einen Kompromiss. Ich glaube, dass das der Königsweg sein kann. In ganz vielen Dingen des Lebens, aber auch in dieser Zeit. Und jetzt eine Geschichte. Die Geschichte beginnt mit einem verlorenen Krieg. Der assyrische König Nebukadnezar belagert die Stadt Jerusalem, erobert sie, lässt sie schleifen. Seine Soldaten nehmen Kriegsgefangene mit. Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche. Einige der Kriegsgefangenen werden als Sklaven und Sklavinnen verkauft. Andere werden in die Hauptstadt seines Reiches gebracht, nach Babylon. Und weil Nebukadnezar ein sehr kluger König ist, sorgt er dafür, dass er die Versteckten von Anfang an in seine Regierung einbindet. Wie hat er das gemacht? Er befahl seinen Kanzler, wähle einige von diesen neu angekommenen Israeliten aus. Junge Adlige, die zur politischen Führung ohnehin gehören. Gesund sollen sie sein, kräftig, klug, verständig, weise. Schön zu sein, schadet nicht. Sie sollen am Königshof ausgebildet werden, damit sie einmal später herausragende Führungspositionen einnehmen können. Lass sie mal mit einem Sprachkurs anfangen und dann weise sie ein in Geschichte und Kultur und Bräuche und Gesetze meines Landes. Und schreiben sollen sie auch können. Ihre Schrift ist so anders als die unsere, nicht so elegant. Bring ihnen das auch bei. Der Kanzler verneigte sich, seufzte in seinem Herzen. Dieser König und seine verrückte Idee. Wie sollte er denn an solche Traumkandidaten für die höhere Amtenlaufbahn herankommen in diesem provinziellen ausländischen Volk, diesen Israeliten? Allein das Wort konnte man als Gebilde der Babylonier schon gar nicht aussprechen. Noch einmal seufzte er und delegierte den Auftrag an seine Schwester.
Die machten Jobinterviews unter den Judäern und schließlich fanden sie einige, die geeignet waren. Unter ihnen waren vier Freunde: Daniel, Hananja, Michael und Asania. Wieder so unaussprechliche Namen. Dass aber der Kanzler gelegentlicher war, als er sie bisher hat merken lassen, merkt man an einer Sache. Er wusste, dass in den Namen der Freunde der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs geehrt wurde. Daniel heißt, Gott verschafft Recht. Hananja ist eine Variante von Johannes und heißt, Gott ist gnädig. Asania heißt, Gott ist mein Retter. Und Michael heißt, wer ist wie Gott? Der Kanzler dachte in seinem Herzen, das geht nicht. Künftige Beamte des Königs dürfen nicht einen fremden Gott verehren. Wenn sie es machen, dann nur heilig. Sie müssen Namen bekommen, die unsere Götter verehren. Sie sind dann auch nicht mehr so als Judäer kenntlich und man kann ihren Namen auch leichter aussprechen. So bekamen die vier Namen, die assyrische Götter verehren. Daniel wurde Belshazzar, das war einer der Götter, aus Hananja wurde Schaffar, das heißt Gebot des Mondgottes Akku. Michael wurde Meshach, wer ist die Akku? Und aus Asaria wurde Abednego, Diener des Feuers. Ich vermute, dass es für die Freunde schwer auszuhalten war, dass ihnen der neue Name so diktiert wurde. Ihr würdet es auch nicht mögen, wenn man euch jetzt plötzlich mit einem anderen Namen nennt. Aber Daniel und seine Freunde freuten sich. Sie wussten, dass sie sonst mit dem Leben bezahlen würden. Manchmal muss man sich im Leben auch den Gegebenheiten beugen. Und vielleicht hofften sie ja auch, dass wenn sie jetzt den Mund hielten, würden sie später ihrem Volk helfen können an ihrer neuen Position. Manchmal muss man auch wissen, warum man den Mund halten muss. In einer anderen Sache aber machten sie nicht mit. Ihr wisst, dass das Judentum Speisegebote hat. Ein Schweinefleisch, milchiges und fleischiges muss getrennt werden. Fleisch darf kein Blut mehr enthalten, muss geschächtet werden. Und Wein muss auf eine bestimmte Weise gekeltert werden. Nun hatte der König sich gedacht, er könne seinen Plan dieser Umerziehung versüßen dadurch, dass sagte Nebukadnezar, die Azubis sollen essen, was ich esse und von meinem Wein trinken. Das ist eigentlich eine große Ehre. Daniel aber schüttelte sich, weil er sich so sehr vor diesem Essen grauste. Und so fasste er sich ein Herz und ging zum Kanzler. Wäre es vielleicht möglich, Exzellenz, dass meine Freunde und ich vegetarisch essen und nur Wasser trinken? Euer Fleisch können wir beim besten Willen nicht essen. Unseres gibt es hier nicht und euren Wein dürfen wir auch nicht trinken. Der Kanzler runzelte die Stirn und wollte schon aufbrausen. Da gab ihm Gott Weisheit ins Herz. Der Kanzler schaute Daniel ins Gesicht und auf einmal verstand er, dass Daniel zwar schlucken würde, dass er einen anderen Namen bekam, aber nicht mehr. Der Kanzler entschied, dass er hier offen sein musste. Er sagte, es tut mir leid, ich fürchte mich vor meinem König. Wenn ihr jetzt abmagert, weil ihr kein Fleisch essen mögt, dann kann es sein, dass der König mich tötet. Ich kann mir außerdem überhaupt nicht vorstellen, wie man ohne Fleisch leben kann. So was habe ich noch nie gehört. Gott hat uns Daniel wissen lassen, dass er hörte, der Kanzler will uns eigentlich helfen, aber er traut sich nicht. Er sagte Daniel, dann lass es uns doch ausprobieren. 10 Tage. 10 Tage lass uns essen, wie wir es uns gewünscht haben. Danach kannst du uns messen und wiegen. Vergleich uns mit den anderen, die essen, wie es der König befohlen hat. Und wenn wir abgenommen haben oder krank werden, dann beugen wir uns. Und wenn nicht,
dann dürfen wir unseren Willen behalten. Da richtete der Kanzler an. Gott half Daniel und seinen Freunden. Am Ende der Probezeit war Daniel, in der Heiligen Schrift heißt es, schöner und kräftiger als alle anderen Beamtenanwärter. Der Kanzler hielt sich an den Kompromiss und sie durften weiter vegetarisch essen und Wasser trinken. Dieser Kompromiss war für den König ein Gewinn. Denn die vier Freunde wurden seine begabtesten Spitzenbeamte. Für die Freunde war es ein Gewinn, weil sie überlebt haben natürlich, aber weil sie ihren Volk in den kommenden Jahren helfen konnten. Für den Kanzler war es ein Gewinn, weil er gelernt hat, man kann auch Kompromisse schließen und es klappt. Kompromisse sind eine Königsdisziplin. Gott gebe euch ins Herz, dass ihr, wie Daniel, erkennt, wo ihr klüger nachgeht und wo ihr besser beharren sollt. Gott gebe euch Offenheit, Besorgnisse auszusprechen und die Weisheit, den Kompromiss zu finden. Oder mit den Worten Jesu ausgedrückt, seid klug wie die Schlange. Und ohne Falschschuss, wie die Tauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht
leuchte über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.